Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Debatte über eine grundsätzliche Frage unseres Verfassungsgefüges hat auch was mit Respekt vor diesem Parlament zu tun. Und dieser Antrag und diese Rede, Herr Kollege Brandner, war respektlos. So können wir nicht über grundlegende Fragen in diesem Haus diskutieren. Ja, politische Ämter sind stets Mandate auf Zeit. Das ist auch der Grundgedanke, den das Grundgesetz durchzieht, indem es politische Macht auch an Wahlen knüpft. Und es gibt in unserem Grundgesetz die Amtszeitbegrenzung beispielsweise für den Bundespräsidenten und für die Richter des Bundesverfassungsgerichts. Das aus gutem Grund, weil beide nicht wieder abberufen werden können, weil sie auf der einen Seite die Souveränität des Staatsoberhaupts und auf der anderen Seite die richterliche Unabhängigkeit sicherstellen wollen. Unsere Verfassungsmütter und Väter haben die Amtszeit des Bundeskanzlers nicht mit einer Amtszeitbegrenzung versehen. Sie sind gar nicht auf die Idee gekommen, weil das Grundgesetz automatisch mehrere Aspekte eingebaut hat, dass die Amtszeit des Bundeskanzlers unmittelbar auch mit dem Vertrauen des Parlaments zu tun hat. Mit der Frage der Vertrauensfrage, mit dem konstruktiven Misstrauensvotum, mit der Verankerung in den Fraktionen, die die Regierung bilden, und natürlich in die Stärke des politischen Rückhalts. Und ja, es lässt sich natürlich trefflich streiten, ob aus politischen Gründen heraus auch eine Erneuerung im Amt des Bundeskanzlers opportun erscheint oder nicht. Aber wir können nicht jede Frage, die die Parteien lösen müssen, gleich in die Verfassung schreiben, sondern es ist Aufgabe auch des Parlaments, über die Fraktionen, über die Parteien eine Erneuerung dann herbeizuführen, wenn diese auch angezeigt ist. Und ich meine, das ist eine Frage, die unabhängig ist von ganz konkreten Personen. Ja, ganz im Gegenteil, der Umstand, dass wir bei 70 Jahren Grundgesetz insgesamt nur 8 Kanzler hatten, ist auch ein Ausweis von großer Stabilität. Und die politische Stabilität in diesem Land hat auch dazu geführt, dass wir Frieden, Freiheit und Wohlstand haben. Und das sollten Sie niemals aus den Augen verlieren. Ihr Antrag ist auch teilweise sachlich falsch. Sie schreiben beispielsweise, dass der Bundeskanzler ein direktes Durchgriffsrecht hat auf das Ausgabegebaren der Ministerien. Sie haben Artikel 65 Grundgesetz nicht gelesen, nämlich dass wir das Ressortprinzip haben und jeder Bundesminister selbst und eigenverantwortlich seine Regierungsarbeit voranbringen kann. Und auch wissen Sie gar nicht genau, was Sie wollen. Sie schreiben, dass Sie entweder eine Zeitspanne haben möchten für die Anzahl der Kanzlerjahre und auf der anderen Seite rekurrieren Sie auf die Zahl der Wahlen. Beides hat aber große Schwächen. Zum einen, was bedeutet denn Wahl? Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ja, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen, Herr Kollege. Aber ich muss mich doch schon arg wundern, liegt es am Politbetrieb, dass Sie so betriebsblind und realitätsfern sind? Kennen Sie den Begriff Amtsbonus? Wissen Sie, dass Demokratierechtler immer sagen, dass leider eine große Amtszeit oder eine lange Amtszeit immer nachher daraus ausgerichtet ist, wiedergewählt zu werden? Gerade der zitierte Kanzler Kohl. Manche kannten gar keinen anderen. Gerade Herr Kohl ist verantwortlich für einen Reformstau in unserer Republik, weil immer wieder alles bei Ihnen Demokratie praktisch sogar auf die Wiederwahl ausgerichtet wurde. Sie reden vom Ressortprinzip, ich rede von der Richtlinienkompetenz des Kanzlers, meine Damen und Herren. Und wie kommt es, wenn Sie von einem starken Parlament sprechen und starken Parlamentariern, dass Sie eben das Paradebeispiel geliefert haben, 7,5 Milliarden Euro Haftung für diese Investitionsbank, prügeln Sie hier in 27 Minuten durch. Und meine Damen und Herren, wenn wir dann noch darüber sprechen, dass wir diesen Vergleich wählen, und es ist sehr unredlich, was Sie hier mit dem Kollegen Brandnermann, da müssten Sie mir doch zustimmen, dass Sie einige Demokratieprinzipien und Erwägungen großer Verfassungsrechtler hier einfach unter den Tisch fallen lassen. Herr Kollege, ich stimme Ihnen in gar keinem Punkt zu. Sie haben auch in dem, was Sie gesagt haben, Unrecht. Zum einen, Sie missachten das Parlament. Sie haben gerade gesagt, hier wird ein Gesetz zur Europäischen Investitionsbank durchgeprügelt. Das Wort prügeln ist nicht der richtige Ausdruck dafür, dass eine große Mehrheit dieses Hauses nach Beratungen in Ausschüssen hier eine Entscheidung getroffen hat. Das ist antidemokratisch, um so zu argumentieren.
Zweitens bitte Sie zur Kenntnis zu nehmen, wie die Wahlergebnisse der Jahre 83 bis 94 ausgefallen sind. Dort hat die Christdemokratie und haben Christsoziale immer unter Führung von Helmut Kohl eine deutliche Mehrheit im Deutschen Bundestag bekommen. Das ist der Souverän, der so entschieden hat. Es mag Ihnen nicht passen, aber das ist Geschichte. Und im Übrigen hat auch die Kanzlerschaft von Helmut Kohl und die Regierung von CDU, CSU und FDP in dieser Zeit unserem Land und Europa sehr gut getan. Und darüber hinaus, ja, es gibt die Richtlinienkompetenz, aber es gibt eben auch das Ressortprinzip. Und Sie können sich beim Grundgesetz nicht das herauspicken, was Sie gerne hätten, sondern Sie müssen die Verfassung und die Verfassungswirklichkeit so nehmen, wie sie ist und so beschreiben. Mein letzter Punkt. Was bedeutet Wahl? Wahl bedeutet natürlich die Wahl hier im Deutschen Bundestag. Aber wie ist das mit einem konstruktiven Misstrauensvotum? Dort stehen sich eben im Prinzip auch zwei zur Wahl. Derjenige, der den Kanzler herausfordert, und der amtierende Kanzler. Wollen Sie also, wenn Sie auf zwei Wahlen begrenzen, dann auch nur noch zweimal ein konstruktives Misstrauensvotum zulassen? Das sind alles offene Fragen, die Sie in Ihrem Antrag nicht besprochen haben. Deswegen lehnen wir ihn aus grundsätzlichen Erwägungen ab. Und wenn ich abschließend außerhalb der verfassungstheoretischen Debatte noch etwas sagen darf, sage das für meine Fraktion, sage das mit großem Stolz. Ich bin froh, dass in den letzten 14 Jahren Angela Merkel Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland war, weil es Frieden und Wohlstand gebracht hat und unser Land nicht da stünde, wo es wäre, wenn wir nicht diese Erfolge erzielt hätten. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt.